bist ja, du zu spät. Ja, da. Links, ha. Autopark, links. Ja. Giris. Girish. Das ist das SCH bei uns. Girish. Freunde, wir sind gerade in die Moschee reingegangen. Ich habe gerade nicht so geschafft zu viel, weil wir uns ein bisschen beeilen mussten. Wir haben die Schuhe angezogen und wir müssen den Kopftuch anziehen und hier ist nichts los. Hier ist so ein Außenbereich, da gehen wir gleich hin. Und hier ist drin. Boah, die sieht unnormal krass aus. Wow. Ich glaube, die Moschee finde ich bis jetzt am schönsten. Die ist so hell und mit dem Blauen. Irgendwie sieht das schön aus, ne? Ich finde, dadurch, dass man keine Schuhe anhat, ist das so ein Gefühl so von, man ist gerade zu Hause und es ist so, man fühlt sich so wohl. Ja, ist ja auch schön. Die Jungs da hinten, die rufen uns an und sagen, wir sollen die fotografieren. Die sehen aus wie Playmobil-Männchen. Was haben wir uns mit denen angetan, Sam? Ich weiß auch nicht. Wow. Bist du Georgina? Georgina von Portugal, von Cristiano Ronaldo. Du bist viel schöner, Georgina. Ach, komm, Sam, ich mach mal schöne Bilder von dir. Erzähl mal, was das Problem hier kurz ist mit deinen Augen. Die Augen tränen an, dass es zu hell ist. Ja, es ist zu hell hier, deswegen. Guck mal, ich sehe einfach nichts mehr. Es ist nicht zu hell. Und dann, da der Boden schon fast weiß ist, reflektiert es die Sonne. Und deswegen ist das halt dann so grell. Spektrum, Bruder. Spektrum. Na ja, Freunde, wir sind heute in der Chamluja-Moschee. Ja, wir wollen wieder. Wir sind einfach unnütz hier. Ja, wir wollen wieder von unseren Frauen. Was haben wir jetzt gelernt? Wir gehen. Nie wieder mehr mit unseren Frauen in den Urlaub. Sam wird auch jetzt so Influencer, ne? Bitte nicht. Guck mal, was du gemacht hast, was sie gemacht hat. Ja, Welten einfach. Ja, aber sie ist ja auch eine Bloggerin. Ich drehe mich um. Yeah. Die sagt einfach zu mir, ey, mach ein Video, wo ich mich umdrehe und sag, bevor ich mich umdrehe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das könnte aber echt so dein Bewerbungsvideo gerade sein, so. Ja, hallo. Hallo, liebe Laura und lieber Fabio. Ich möchte euer Kameramann werden. Stark, ja. Jetzt bist du mal dran. Ich bin Bruno, der Kameramann. Aber sieht das gut aus? Ja. Und mit deiner Jacke, Größe Zelt, sieht das sehr gut aus. Ja. Ja. Rein theoretisch könntest du komplett die Bodenbedecke mit der Decke. Boah, das ist ein maximales Foto, ja, wenn ich da hinsetze. Boah, ja. Da sieht man die Skyline. Da sieht es, glaube ich, gar nicht hier auf der Kamera. Da würde ich gleich hervorgehen, Fabio. Einfach von jeder Ecke sieht es hier krass aus. Wir sind jetzt wieder auf die andere Seite des Meeres gefahren, also über die Brücke. Und sind jetzt hier so voll in der Street. Hier geht's richtig ab. Und hier suchen wir uns jetzt was zu fooden. Wie viel ist? Hier gibt's so einen Laden mit Fake-Parfüm. Das wollen wir gleich holen. Und da gibt's immer so Angebote, so mehrere halt günstiger, aber ich war gerade überfordert. Ich weiß nicht, welches wir holen sollen. Ich glaube, Baccarat Rouge. Essen wir jetzt diesen Döner. Oh, der Hund. Das sind so riesige Hunde. Hier auch riesige Hunde. Nur mein Schatz. Ne? Ja. Ich will. Was ist das? Ja, ich probiere auch. Was ist das denn? Das muss man mal kurz erklären. Der ist auf jeden Fall berühmtes Döner. Das ist ja mit Holzkohle und der ist echt berühmt in Beşiktaş. Das probieren wir auch, was wirklich so gut ist, wie jeder erzählt. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal schmackhaft aus. Ja. Und was sagst du? Das schmeckt Max. Max? Echt? Also, jetzt muss ich probieren. Ja, ich hab so Hunger. Hast du schon gegessen? Und? So richtig fleischig auf jeden Fall, aber schmeckt gut. Okay, ich bin voll gespannt. Und? Schmeckt krass? Total. Okay, jetzt kommt der Taste-Test, ja? Ich sag, der ist gleich scharf. Wow. Aber diese
das Tomaten kann man, und Peperoni-Kombi, das macht einfach wieder... Das kann man nicht mit einem normalen Döner aus Deutschland vergleichen. Das schmeckt komplett anders, Leute. Zu krass, das schmeckt richtig so nach Fleisch. Hast du voll recht, Sam. Jetzt wird hier der nächste Foodspot ausprobiert. Das sind einfach nasse Burger oder so. Das sind feuchter Burger eigentlich. Der nasse Burger, so, ja. Der nasse Burger. Guckt euch mal die Konsistenz an. Ja, mit was ist das drin? Mit das Fleisch? Fleisch, ja, ganz und Ketchup. Hast du den schon mal gegessen? Mhm. Ja, sieht krass aus. Boah, Leute, das ist so crazy. Die sind einfach nass. Ich habe noch nie grüne Pflaumen gesehen, ne? Echt? Nee, hab ich schon nie gesehen. Oder ich habe nicht gecheckt, dass das Pflaumen sind. Weil die sehen jetzt nicht so krass aus wie Pflaumen, ne? Boah, sind das hinten Brombeeren? Das ist Dutt. Schmeckt. Erklär mal bitte, was ist das? Das ist einfach Darm, gerollter Darm. Ist einfach Darm, einfach gerollter Darm. Du weißt gar nicht, was du schreist mit dem Deutschen. Tamam. Ich esse doch, ja. Lass dich doch essen, ja. Gib ihm. Beiß da richtig rein, ne? Nicht jetzt so wie ein Tamam. Tamam. Okay, die wissen, die wissen. Schmeckt wie Fleisch. Der hat einen leichten Eigengeschmack, ne? Die sollen wir probieren. Probier was immer. Die probieren, du probierst nicht, ja. Ich bin nicht auch schon. Pass auf dein Handy, ja. Ja, ist drauf. Hast du enttäuscht, ey? Das habe ich probiert, ja. Ist so. Es ist aber nicht scheiße. Check. Next Food Spot. Reis. Kennst du den von TikTok? Ja. Ist das jetzt einfach Hähnchen? Das ist Hähnchen. Reis und Kirscherbs. Das sieht so nackt aus. Das ist aber eher Hausessen. Hausmannskost. Ich kann mir gerade nichts darunter vorstellen. Reis mit nichts, aber das schmeckt einfach. Das ist einfach typisch türkisch. Schmeckt so gut, ne? Das schmeckt wie Südafrika-Sehen. Nur mal lecker. Ja, ist mal lecker. Mica ist auch mit nach Istanbul gekommen. Schon, ja. Ach, ne, auch zwei Mica. Oh. Da nochmal drei. Und das nochmal drei Mica. Oh. Halt, okay. Ich glaube, das sind als Geschwister. Ja, ja. Du siehst aus wie unsere Katze. Wow. Das ist Ries, ne? Ja. Ist süß auf jeden Fall. Ja. In der Mitte ist Eis, Vanilleeis. Ja. Dieses Grieß ist mit Pistazie, weil du ja mit Pistazie wolltest. Und das obere ist eine Tahini-Soße, also sprich Sesampaste. Und das sind Walnüsse. Komm mal an. Ach. Und? Das ist ja warm. Das ist ja warm und der Mitte ist ja Eis. Das ist ja warm und kalt. So krass. Du musst aber mit Eis zusammen. Ja. Kann man mit probieren? Nein, ich mag sowas nicht. Das Eis ist voll anders in der Türkei. Ja, das ist. Das ist auch kein. Ja, genau. Das Eis ist das zieht sich so in die Länge, wenn du das nimmst. Das Eis ist lecker, das ist nicht. Gerade noch Parfüm geholt. Zeig mal. Wir haben zweimal Baccarat Rouge geholt, weil wir beide das in Maßen sprühen. Ennis meinte, das ist beste Fake hier. Der Businessman, ja? Ja. Der hat viele Calls zurzeit. Ennis, erklärst du wieder, was es ist? Das ist eine Süßspeise, die in Izmir berühmt ist. Izmir Bombas heißt das. Ja. Übersetzt Bomba aus Izmir. Ja. Dementsprechend sieht man noch. Oh. Schokoladenbombe. Sehr dünner Teig. Schmeckt sehr gut. Und was sagt er? Lecker, das jetzt bin ich dran. Richtig mächtig, oder? Mm. Mäßig. Ja, ja, mit dem Schweiß noch hier, ja. Mm. Ja, ja. Mutter, ich sag mal, wird locker. Zu Hause angekommen, geht's wieder weiter mit dem nächsten. Also wir haben am ersten Tag, als wir hier unten, was war das, an der Promenade frühstücken waren, korrekt, haben wir so einen Karottenkuchen gegessen, so einen Karottencake. Und wir und haben wir uns gedacht, Starbucks hat den auch eventuell. Ja, nee, ich kenne den von TikTok, deswegen. Aber der hat hier so eine Creme, den wir gegessen haben, war ohne Creme. Oh, taste it. Ja, ich muss auch direkt, ja. Lächerlich. Unnötig, ne? Lächerlich.
So, wir sind jetzt hier an die Küste gefahren. Es hat so eine Stunde gedauert. Oh, sieht krass aus, ich zeige es euch jetzt sofort. Hier gibt es nämlich ein Restaurant, was für den Fisch bekannt ist. Schaut mal, wie schön, das sitzt direkt hier am Meer. Und vor allem Palmen endlich. Ich liebe Palmis. Hier ist ein bisschen kalt, deswegen haben wir mal die Jacke mitgenommen. Ich habe gerade so ein Set an, was ich mir heute gekauft habe. Die kleine Cat hat Fisch ergattert. Mal aussehen. Ja, der kriegt die noch mehr. Wie die sich gefreut hat. Und hier, die Hunde kriegen gleich auch was. Du bist ganz schön frisch für dein Alter, ja? Das ist eigentlich schon mal. Hier gibt es jetzt schon mal die ganzen Vorspeisen. Einfach ein Riesendog. Der ist riesig. Ich dachte, der Riesendog ist hier. Ich kenne ja nur die italienischen. Ja, die sind ja ohne Reis. Und? Die schmecken. Du kannst nicht sagen, dass sie nicht schmecken. Weil die schmecken. Ich probiere das jetzt auch. Hast du nicht gesehen, wie du das machen musst? Ja, du hast halt die andere dafür da, um das rauszuschöpfeln. Nein, andere Seite, andere Seite. Ja, genau. So, ich zeige nochmal deine CD. Ja, krass. Kann man. Aber war sehr lecker. Ich mag das lieber, wenn die warm sind. Ja, ich auch. Weil bei uns isst man die warm. Die ja nur warm. Aber es ist so ein bisschen spicy, das ist auch lecker. Ja, ja. Oh, oh. Oh Gott, der ist so riesig. Criminal offense in the side eye. So, warte, warte. Nein, Das ist auch ein Dorf. So, heute gibt es mal ein bisschen Fisch. Wie viel Kilo ist das jetzt? Zweieinhalb so ein Dreh. Und das teilen wir uns zu dritt. Hört ihr schon? In Otterkirchen. Ah. Oh Leute, das ist ganz lustig. Hier gibt es Kumpel überall in jedem Stand und die rufen alle, komm zu mir, komm zu mir. Komm, du, geh du hin, geh du hin. Ich will nicht, geh du. Soll das meine Taschennummer sein? Schon nur mal auseinander jetzt, ja. Bruder! Fabio hat sich für mich geopfert und hat die Show mitgemacht. Aber es ist echt sehr, sehr lecker. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, das türkische Eis. Aber es ist ganz anders. Es ist so. Seht ihr das? Das zieht so fest. Nein, guck mal, wenn man fünf Tage hintereinander sagt, bitte lass mich in Ruhe, wenn ich am Fahren bin, und am fünften Tag man immer noch sagt, fahr dahin, mach das, mach dies. Der Fabio kennt, der war doch nie hier. Der erzählt mir die Wege hier. Der sagt, du musst da lang, Bruder. Nein, nein, du musst hier lang. Meine Verteidigung, der hat Navi an und fragt mich, muss ich hier raus? Wir sind jetzt eine halbe Stunde gefahren auf einem Bazar. Und da wollen wir jetzt hin. Und irgendwie haben die Jungs die ganze Zeit Probleme, Parkplatz zu finden, dann machen sie sich an. Uff, ja. Hier ist sehr, sehr viel los. Ich kenne ja nur die in Italien. Mal gucken, wie es hier in der Türkei ist. Wir gehen jetzt erstmal in den Anfang. Und drehen dann unsere Runden. Oh, Fabio hat schon was entdeckt. Oh, oh. Hier ist echt sehr, sehr viel los. Was ist das? Mir wird immer schwindelig. Fabio und ich haben uns gerade Parfüm gekauft. Ich habe Black Opium. Und der hat Jod Om. Wir haben gerade so selbstgemachte Taschen geholt für unsere Muttis. Strandbags, wartet. Sieht man das? Fabio für seine Mama und ich auch. Für meine. Ich habe es auch noch nie gegessen. Das ist auch ein Typ. Götzleme heißt das. Das Käse. Das ist deins, Laura. Ja. Das ist mit Spinat zum Beispiel. Was hast du genommen? Ja. Sag mal. Ich habe auch Kartoffeln. Sehr lecker. Heiß. Okay. Das ist der. Das ist mit Feta. Die liebt Feta deswegen. Wir sind hier jetzt in so einer Street. Chillex Street. Und hier gibt es so ganz viele Läden. Haben wir bei vielen Bloggern und so gesehen. Hier gibt es einfach so Zara. Jetzt gehen wir hier zu Fabios Boutique. Weil ich zwei Blusen holen möchte. Aber du warst auch noch nie, ne?
Nein, nein. Leute, guck mal, wie krass diese Universität aussieht. So schön einfach. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zu einem Freund von Ennis. Und dann wollten wir noch in seinen Schuhladen hier. Und uns dann später irgendwo hinsetzen, was essen, welche Shisha rauchen. Irgendwie so wie da in der Moss Lounge, wo wir waren. Das hat uns voll gut gefallen. Wir haben heute so viel geshoppt und eingekauft. Das sind ein Stück kaputt. Und das ist jetzt im Restaurant und haben uns endlich was zu essen bestellt. Die letzten Tage haben wir so viel gegessen, dass wir nicht ein Hungergefühl hatten. Aber jetzt haben wir, glaube ich, alle Hunger, oder? Wir haben jetzt einmal nochmal schon bestellt. Tavuk-Shish heißt das, ne? Mhm. Ja. Leute, wir fahren gerade mit der U-Bahn wieder zurück zum Auto. Und die U-Bahn ist hier so tief unterm Boden. Wir müssen die ganze Zeit so viele Rolltreppen runternehmen. Das ist wirklich nicht mehr normal. Wir waren mittlerweile schon wieder zu Hause. Wir haben kurz unsere Sachen weggebracht. Und sind jetzt nochmal losgefahren zu Gallia Lounge. Ich bin sehr gespannt. Der Eingang sieht krass aus. Ja, Bruder, guck mal was. Wie schön sieht es aus? Und hier sind 1000 Spots, um Bilder zu machen. Ganz gefährliche Sache. Ich sehe mich hier gleich schon. Schau, Leute, hier ist wirklich next level. Heute ist der letzte Tag Friends. Wir sind gerade am Überlegen, wo wir noch frühstücken gehen. Wir hatten heute Morgen noch geschäftlich was zu erledigen und wir haben hier ein bisschen gechillt und unsere Koffer gepackt. Und ja, jetzt wollen wir irgendwo was snacken gehen. Hier haben wir unsere ganzen Sachen schon gepackt. Ich habe das hier alles ein bisschen eingerollt. Hier sind übrigens die Untersätze, die wir geholt haben. Ich zeige euch alles, wenn wir zu Hause sind. Und ja, dann müssen wir heute Abend nicht mehr so viel machen. Leute, schaut mir jetzt einfach ein Hotel von Nusret. What? Cappuccino. Fabio hat uns hier so ein Lokal rausgesucht. Das sieht richtig schön. Hier hängen überall so Sachen an der Wand. Schicke Bilder. Masaya da biraz dar geldi. Başka bir masaya unutmasın da. Guck mal, wie schön diese Bar da hinten aussieht. Ha, YouTuber da kendisi. Evet. Ne macht demiş berühmt. Arkadaşım 30 gün var. Bunlar da yeni hemen hemen. Öyle mi? Bunda 15 küstür at herhalde. Öyle bir şey olması lazım. 15 kişi var abi. Yok 15 değil. 15. Da war so voll die süße Frau, die so frisch gebacken hat. Muss auf jeden Fall bei mir mal bei TikTok vorbeischauen. Weil da poste ich immer so Daily Vlogs und so Food Spots und so. Weil mit dem Handy ist es manchmal ein bisschen einfacher zu filmen. Als wenn man direkt so die Kamera rausholt. Deswegen schaut da gerne mal vorbei. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und sah richtig cute aus. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls ihr wieder in der Street. Weil die Jungs wollten unbedingt wieder hier so einen Döner essen. Ich bin einfach noch voll vom Frühstück. Ich weiß nicht, die können so viel essen. Der Genießer. Ich weiß nichts Besseres hier in der Kamera, ja. Kein besseren Döner. Leute, wir sind das erste Mal alleine unterwegs, weil es Ennis und Zemma sich ein bisschen ausruhen wollten. Und wir sind hier in dem, wie heißt der? İstemir Park, ne? Ja. Im Einkaufscenter. Und jetzt muss ich euch aber wegtun, weil hier werden die Taschen immer kontrolliert. Deswegen bis später. Wir sind jetzt drinnen und Laura ist schon fleißig am Aufnehmen für euch. Checkt auf jeden Fall ihr Insta ab. Ich denke mal, die hat auch Highlights gemacht, wo wir alles in Istanbul waren. Und ja, hier gibt es auf jeden Fall viele, viele Sachen. Sehr leckere Sachen. Ich glaube, ich habe schon 7 Kilo zugenommen. Aber, mindestens. Ja, mindestens. Wirklich. Wir sind jetzt hier gerade im Einkaufscenter und hier gibt es alles. Also wirklich alles. Ich freue mich voll auf diesen türkischen Tee, den wir geholt haben. Ja, ja, ich auch. Wir haben so einen anderen türkischen Tee geholt. Mit, so mit Apfel. Ja. Ja, okay, schmeckt so scheiße. Komm. Meine heutige Gegnerin. Wir sind einfach hier in einem Einkaufsladen, ne? Nur zur Info. Türkei macht wieder das Unmögliche möglich. War wohl nicht. Was denn? Ich habe mir bei Bershka einen
weißen Blazer geholt, der war runtergesetzt. 30 Euro. Und jetzt hast du die Tüte kaputt gemacht. Er musste sich zuschnappen. Der Schnapper. So, wir haben jetzt hier alles aufgeräumt und unsere Koffer gewogen. Unser hatte einfach 5 Kilo über Gepäck. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen was umswitchen, aber jetzt haben wir alles ready. Oh, help. Und gehen jetzt noch was essen. Und dann wieder zurück, dann müssen wir schon schlafen gehen. Hier sieht es einfach unnormal krass aus. Hier sind voll die schönen Bars. Da war es so wie hier Next Level. Schaut euch mal da hinten den Ausblick an. Friends, wir sind gerade eben am Flughafen angekommen. Und haben gerade hier bei diesen Schaltern das selber alles eingecheckt. Und wir hatten auch nochmal Übergepäck und haben versucht ein bisschen zu tricksen, aber wir sind aufgeflogen und mussten jetzt noch voll umsortieren. Wir haben jetzt 1000 Handgepäcktaschen, kein Plan, ob das überhaupt geht. Aber wir versuchen unser Bestes, ja. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben die ganzen Gepäck in unser Handgepäck getan und sind damit durchgekommen. Wir haben jetzt 5-6 Handgepäcktaschen. Und jetzt sitzen wir im Flieger. Ich habe es wieder ein bisschen aufgeregt. Und da kannst du von schon. Und ich sitze diesmal am Fenster. Am Hinflug saß ich ja am Gang. Richtig gut, ja.